gar kein so ein wirkliches Lichtkonzept, sondern es ist eigentlich viel mehr videobasiert. Also wir haben zum Beispiel eine klassische Fronttrass komplett drauf verzichtet, leuchten eher ein theatermäßiges Gassenlicht, haben sehr, sehr viel große Videoflächen und sind eigentlich eher mehr im bühnenbildnerischen Teil tätig und gar nicht mehr nur im reinen lichtgestalterischen Teil. Das heißt, die ganzen Looks entstehen eigentlich hauptsächlich und Stimmungen entstehen hauptsächlich aus dem Videobild. Und es gibt auch manche Stücke, in denen eigentlich das Licht rein nur eine beleuchtende Funktion für die Musiker hat und eigentlich alle Effekte und alle anderen Sachen direkt irgendwie über das Video entstehen. Also das ist eigentlich der große Unterschied zu den Sachen, die wir sonst in den letzten Jahren immer gemacht haben, wo es auch ein Videoteil gab, aber eigentlich vielmehr auch eine Kombination aus Licht und Video war und jetzt ist es wirklich ein komplettes Bühnenbild, was aus Video gestaltet wird. Das ist eigentlich das Konzept und die Idee dahinter, also da verschiedenste Räume zu schaffen. Die Setliste besteht auch aus mehreren Blocks, also das sind eigentlich immer nur Blöcke von Stücken, die die Band auch am Stück spielt, ohne Moderation dazwischen und auch die Visuals und die Sachen sind dann immer eben auf diese Blöcke abgestimmt und mit den verfahrbaren Wänden schaffen wir dann eben auch innerhalb dieser Blöcke unterschiedliche Räume, unterschiedliche Tiefen innerhalb des Gesamtbildes. Vorne sind es Glux 10mm Wände, die transparent sind, die absichtlich transparent gewählt worden sind, um teilweise auch mit dieser Transparenz zu spielen, indem man Bilder doppelt nach hinten oder auch Licht von hinten durchkommen lassen kann oder auch teilweise, wenn eine Wand aus ist, sie mehr oder minder aus dem gesamten Bühnenbild verschwinden lassen zu können. Klar gibt es natürlich auch hier Circles und Blinder und Sachen, die Akzente machen und die mit eingehen. Aber jetzt das Hauptaugenmerk liegt eigentlich eher auf dem Videokonzept und auf diesem gesamtbühnenbildnerischen Gestalten, dieses Videokonzept. Und das Licht ist eigentlich da nur der unterstützende Teil in dem Moment. Ich kann mich noch an Naidoo-Tour vor über 10, 12, 15 Jahren erinnern, wo wir schon irgendwie mit LED eigentlich Licht gemacht haben oder mit auseinandergebauten LED-Wänden Licht gemacht haben. Insofern ist es für uns eigentlich nur so eine Fortführung von dem, was wir eigentlich die letzten Jahre immer auch schon so gemacht haben. Weil ob das jetzt ein Scheinwerfer ist, der das Licht abstrahlt oder eine LED-Wand oder was auch immer, es ist ein lichtgebendes Element. Ob man da jetzt mit einer LED-Wand einen Menschen beleuchtet oder ob man jetzt mit dem Scheinwerfer den Menschen beleuchtet, ist jetzt das Ergebnis ist im Endeffekt ja Licht, was da rauskommt. Bei MFG zum Beispiel, was ich total super finde, weil wir da erzeugen so einen Kaleidoskop-Effekt, eigentlich nur durch Video-Feedback und Überlagerung von den LED-Wänden. Das sieht eigentlich sehr cool aus. Da hat man den Content dementsprechend gespiegelt, bisschen angeordnet und allein durch die Überlagerung von den Wänden und die Anordnung von den Wänden und dadurch, wie die Kameras dann dort stehen, kriegst du eigentlich total coole Effekte hin, die jetzt nicht programmiert sind, sondern das ist wirklich rein nur, die entstehen live durch das Kamerabild. Also das ist jetzt nicht irgendwie Notch oder sonst irgendwas im Hintergrund im Einsatz, sondern rein nur durch die Positionierung von diesen Kameras und den Wänden zueinander. Wir haben ein Setup aus Mac Vipern und JB Lighting Sparks 10, einen ganzen Schwung voll Two-Light-Blinder, Four-Light-Blinder und ein paar Atomic LED-Strobes noch auf dem Boden. Also eigentlich Standardbesteck, vier PRG Ground Control Follow-Spot-Systeme noch mit dabei, weil man einfach auch weg wollte von diesen typischen Follow-Spot-Plätzen im Publikum, die immer dann große weiße Kleckse hinten auch an die Wand machen, was in dem Fall das Bühnenbild auch gestört hat. Und so können wir jetzt eben schön aus der Fronttrass raus mit den vier Follow-Spots die Leute beleuchten, ohne auch in einem nahezu 45 Grad perfekten Winkel, je nach Halle eben. Ansonsten benutzen wir hier videomäßig als Regie ein Resolume-System, weil es sehr, sehr flexible Möglichkeiten eben bietet, auch mit Kamera-Inputs zu arbeiten, mit MIDI-Triggern zu arbeiten, da wir sehr intensiv mit dem Andy Y von der Band auch zusammenarbeiten, der immer ein Teil dieser visuellen Crew bei uns auch ist, bei den Fanta 4s. Oftmals auch über Quartz Composer noch eigene Patches programmiert, speziell für die Touren und so weiter, die dann auch über seinen Sequencer per MIDI getriggert werden. Wir kriegen auch bei ein paar Songs Timecode-Signale aus seinem Sequencer hier bei uns ins Videosystem mit rein, um eben dabei ein paar Clips Gastmusiker, die nur virtuell vorhanden sind, eben mit einspielen zu können. Ansonsten haben wir für die Lichtsteuerung ganz traditionell wie bei Gunther immer eigentlich zu finden eine Hog 4, auch ganz normal als Main-Backup-System hier, keine externen DPs oder sowas im Einsatz. Wir haben insgesamt, glaube ich, 11 oder 12 Linien nur, um die ganze Geschichte zu steuern, machen das mit Streaming ACN, weil wir dort ganz viele der Funktionalitäten für Backup und solche Sachen eben direkt im
System mit integriert haben und somit da eigentlich keine weitere zusätzliche Peripherie benötigen. Hinten an der Dimmercity haben wir dann ELC-Nodes. Ich mache sie seit 99, der Gunter macht sie seit 1995 mit dabei. Also da weiß man schon auch, was da passiert. Also es ist schon sehr eingespielt und eingegroovt. Auch die anderen Leute, die hier so mit dabei sind. Der Simon, unser Bildmischer und so, der ist seit vielen, vielen Jahren mit uns dabei. Da weiß man auch, spricht man dieselbe Sprache, hat denselben kreativen Anspruch und so weiter. Also es geht dann alles dann eben in dieselbe Richtung. Ja, kreatives Verständnis, was ja auch total wichtig ist. Ja, das sind halt schon so entscheidende Punkte, gerade in den Positionen, dass man da halt einfach dieselbe Sprache spricht. Auch mit dem Franz Schlechter, der hier für die ganzen Visuals zuständig war, die er geredet hat, der sich schon seit vielen Monaten davor im Vorfeld mit dem Andi da auch sehr intensiv mit auseinandergesetzt hat, die Playbacks von ihm bekommen hat. Und da eben Looks kreiert hat und auch ein Thema, das sich durch die ganze Show durchzieht, um einfach auch mal was Neues zu schaffen, weg von dem. Also es ist auch wirklich, wenn man die letzte Show sieht von vor 2 Jahren, die ja sehr mit Typo geprägt war und so, sind wir eigentlich komplett weg davon. Also es ist wirklich ein kompletter Bruch zu dem, wie es vor 2 Jahren war. Und auch von der Band auch absichtlich ja so gewünscht, weil sie wollen ja einen neuen Look, genauso wie sie ein neues Album machen, wollen sie ja natürlich auch entsprechend ihren neuen Song und so die ganzen Sachen oder diese neuen Songs auch dementsprechend präsentieren. Und die ganze Artwork von der Band und so war ja auch sehr so Planeten auf diese Sternegeschichten und so. Das haben wir schon auch in manchen Momenten auch wieder damit aufgegriffen. Zwar manchmal auch ein bisschen abstrakter vielleicht, aber dieses Thema zieht sich dann doch irgendwie so ein bisschen der rote Faden durch. Hier stehen wir jetzt unterhalb der eben vorhin erwähnten Gassenlichter. Wir haben hier pro Seite insgesamt 6 Leitern gebaut, die jeweils mit Sparks 10 und Vipern und Two Lights bestückt sind, immer abwechselnd, um dafür eben dann die Musiker zu beleuchten oder auch ja, ein schönes Gassenlicht zu zaubern generell. Hinten gibt es noch eine Trasse, an der auch nochmal 10 Viper hängen. Der Rest hier oben ist eigentlich, was man an Traversen dann im Himmel oben hängen sieht, ist eigentlich dann komplett für die ganze Kinetik nötig oder für den Kabuki, der jetzt momentan schon drin hängt. Die Leitern sind jetzt hier nicht, wie man es schon auch manchmal kennt, aus Stahlseilleitern mit Querrohren gebaut, sondern das ist ein System von Hof, glaube ich, das aus eben aus so U-Trägern besteht, die untereinander gehängt werden können. Und somit kann man, glaube ich, bis zu 10 Geräte ohne weitere zusätzliche Rigging-Maßnahmen untereinander hängen. Also die Scheinwerfer bleiben in diesen Us drin, werden nachher nur in Transporter-Rally reingestellt und dann oben an der Trasse, die oben dran ist, sind die Anschlagspunkte dafür, diese Leitern auch schon vorhanden. Das sind ganz normale Konusverbinder, wie man sie ansonsten eben auch von Traversen kennt. Und nachher stellt man dann diese einzelnen Us dann nur in so einen Transporter-Rally rein. Es hat unten so eine Aufnahme dafür, wo das in das Rohr eingeführt wird und somit kann man sie dann ganz normal, ganz schnell in den Truck schieben. So eine kleine Besonderheit haben wir noch bei unserer Videowand. Wir haben dieses ganze Ding ja nicht als komplette Wand gebaut, sondern auch um mit Raum zu spielen, ist die Wand gesplittet, hat einen großen Ausschnitt hinten drin. Ein Teil der Wand quasi hängt nach vorne gesetzt an einem C1-System auch, das verfahrbar ist, wo man somit dann auch natürlich mit der Perspektive spielen kann und dem Content. Und hinter der Wand haben wir dann noch nämlich eine Matrix hängen mit 40 SGM P5, die eigentlich nur dafür da sind, um dieses Bandlogo oder das Tourlogo nochmal von hinten zu beleuchten und dann eben dieser Ausschnitt in der LED-Wand auch komplett sichtbar wird und somit von hinten noch beleuchtet ist. Das Podest, auf dem Andy Y steht, ist auch von unten noch beleuchtet. Darunter haben wir nochmal SGM P5 LED-Fluter stehen und nochmal ein paar Two-Lights, um auch noch von unten beim Andy noch ein wenig Druck mit dem Licht machen zu können. Wird am Anfang auch sehr exzessiv in den ersten Songs eingesetzt, wo dieses ganze LED-Wände sich zusammenfahren, hier zu einem Raum zusammengefahren sind und damit eben noch von unten auch noch eine weitere Ebene an Licht gebildet wird. Von hinten nach vorne, jetzt sind wir noch kurz am Licht-FOH-Platz angekommen. Hier auch seit vielen Jahren der Gunter ja als HOG 4-User bekannt. Wir nutzen hier momentan die aktuelle Version 3.10 von der Software, haben ein Mainpult, ein Playback Wing 4 und ein Backup-Pult. Das ganze Pult ist ganz normal per HOGnet vernetzt mit Streaming ACN, gehen dann die Daten nach vorne.
Auch da alles irgendwie bewährte und standardisierte Technik im Einsatz, die hier verwendet wird. Ja, hier ist immer so ein bisschen eigentlich mein Arbeitsplatz während der Show, wo ich so die ganzen Systeme eigentlich am Überwachen bin, wo die ganzen Netzwerksachen zusammenlaufen, Intercom-Sachen auch alles so zusammenläuft. Wir nutzen hier ein digitales Clearcom Helix-System, was insgesamt bis zu 12 Kanäle kann, wo wir halt eben hier auch die einzelnen Gewerke miteinander vernetzen können, sprich ein Showkanal für die Videoleute, Kamera, Follow-Spot-Systeme und so weiter. Links daneben ist dann der Arbeitsplatz von Marc Langer, der hier als Resolume Operator mit dabei ist. Hier auch als Main Backup System eben ausgeführt, Resolume Arima, was auf zwei Mac Pros läuft, die hier unten in dem Rack verbaut sind, in 19 Zoll Gehäuse verpackt. Jeder Rechner mit einer Blackmagic Decklink Quad 2 Karte bestückt, um die Videosignale zu capturen, und ansonsten nur noch so ein bisschen kleine Signalverteilung für die Timecode-Signale. Keep it simple, stupid ist immer eigentlich mein liebstes Ding, um das Ganze Sachen zu machen. Ein schönes Tool haben wir noch dabei, das ich jetzt so kurz vor der Tour noch entdeckt hatte. Das ist dieses Stream Deck, was man hier unten sieht. Kennt man vielleicht so aus dem Gaming-Bereich. Und da gibt es eine nette Software, die nennt sich Companion von Bitfocus. Ist ein Open-Source-Projekt, das doch irgendwie in der Zwischenzeit sehr coole Features besitzt, um Video und Audio und Lichtpulte zu steuern. Das heißt, man braucht nicht immer die entsprechende Hardware des Herstellers, sondern kann auch systemübergreifend alle möglichen Sachen steuern. Das neue Album ist eigentlich relativ modern gebaut, musikalisch von den Sounds her, aber die Band kann das auch alles wirklich live spielen, und das heißt, es kommt nicht so viel vom Sequencer, wie man eigentlich denken würde, und das macht es für uns natürlich als Tonleute, für mich natürlich speziell auch, das manchmal ein bisschen aufwendiger als früher, die ganzen Sachen so zu transportieren, weil früher war das relativ simpel gestrickt. Jetzt ist es auch so, dass wirklich jeder kleine Sound auch noch sitzen muss. Deswegen ist man inzwischen auch vom Analogen zum Digitalen rüber gewechselt. Und eigentlich muss man sagen, nach 10 Jahren Erfahrung hat es so langsam überhaupt mal im Griff. Ja, also, weil das sind natürlich sehr viele Möglichkeiten, die man auch zum Teil erstmal ausprobieren muss. Genauer gesagt, man muss auf die Fresse fliegen manchmal, damit man was lernt. Das geht so nicht, wie das früher, ach so, und man analysiert manchmal Sachen, um dann rauszufinden, wie man es überhaupt noch besser machen kann. Und die Systeme, die wir benutzen, also Lautsprechersysteme, sind inzwischen so sauber. Das war vor 30 Jahren noch undenkbar. Und dementsprechend ist die Aufgabe auch anspruchsvoller geworden, weil das im Prinzip ist es mehr oder weniger schon eine Studiosituation, in der man das manchmal hört. Das hängt natürlich jeweils von der Akustik ab, aber wenn man eine schöne Halle hat, dann hat man tatsächlich den Genuss von mehr oder weniger einem Studio-Sound live. Also die Aufgabe des Systems ist viel, viel wichtiger geworden, als sie früher war, weil früher hat man, naja, mehr oder weniger stumpf gesagt, die Boxen übereinander gestapelt und hat dann erwartet, dass es irgendwie funktioniert. Konzepter quasi von dem Line Array, und das sind immer noch die Franzosen natürlich, weil die haben das auch letztendlich mit der Konsequenz, mit der man da manchmal also genial vorgeht, auch durchgezogen. Und alle anderen haben da natürlich sich ein Vorbild dran genommen. Das kennt man vielleicht aus der Telefonbranche inzwischen. Da gibt es eigentlich auch das Gleiche in verschiedenen Verpackungen. Und von der Qualität her gibt sich das eigentlich nicht mehr viel. Deswegen kann man sagen, man kann eigentlich mit all diesen Systemen, zumindest mit diesen drei großen Playern, kann man sehr gut arbeiten. Letztendlich ist die Feinarbeit in der Location immer das Hauptaugenmerk, weil ich als Tonmann mich natürlich darauf verlassen können muss, dass das Zeug auch wirklich gut spielt. Man kann mit dem Ding natürlich auch jede Menge Unsinn veranstalten. Deswegen, wie gesagt, ist so ein System inzwischen unentbehrlich geworden für uns. Aber tatsächlich ist es so, dass moderne Beschallung eigentlich, wenn sie gut konzeptioniert ist, wirklich auch mit dem System zu machen ist, genauso wie es mit D&B oder anderen Herstellern zu machen ist. Da geht es dann eigentlich auch mehr schon wieder um, da kommen dann so, sage ich jetzt mal, ein bisschen auch so die Schraubereigenschaften im Manne durch, und dann wird man sagen, aber da kann das besser und da kann das besser. Da kann man sich dann drüber streiten und man kann vielleicht Vorlieben entwickeln, aber oft ist es so, dass das Prinzip zu verstehen wichtiger ist, als zu sagen, ja, die Box klingt viel besser als alle anderen. Das ist oft auch ein bisschen eine Selbsttäuschung.
digital ist noch nicht da, wo man mit bestenfalls mit analog hinkommt. Also im besten Fall natürlich, das muss man sagen. Es gibt immer noch Dinge, die sich, also ein Equalizer, ein analoger, da sind auch noch ein paar unterwegs, klingt einfach anders. Und es gibt viele Leute, die dir versprechen, dass das jetzt alles als Plugin, ah, wow und so, backhahn, da kannst du noch mal ein paar Hunis raushauen und hier und dann gibt es das neue Update und so weiter. Es gibt immer noch Grenzen, an die das Digitale stößt. Aber die Stärke von dem ganzen Zeug ist natürlich jetzt gerade bei der S6L die Auflösung, 96 Kilohertz. Das Pult klingt super sauber. Wenn man jetzt Dreck haben will oder sagen wir mal schöner Schmutz oder Creme oder Sahne, dann muss man das gezielt suchen. Und da kann man eine Weile suchen, weil die älteren Generationen von Digitalpulten, die hat man auch schnell in die Knie zwingen können. Da konnte man mal einen Bus überfahren und dann war das irgendwie auch so ähnlich wie früher, wenn es rot wurde. Da muss man jetzt hier ein bisschen, das findet man nicht mehr so leicht und es geht, du kannst das Pult quasi nicht überfahren intern. Das ist die eine Sache, die ist natürlich toll. Auf der anderen Seite hast du manchmal zu viel Detail. Also wenn man an die Geschichte von Popmusik denkt, Popmusik ist zuallererst Verzerrung. Alles andere kam dann eben erst auch als Stilmittel dazu. Also wenn man sich Led Zeppelin anhört oder die ganzen alten Sachen aus den 60ern, das ist alles eigentlich erstmal Distortion und Limiting. Und daraus entsteht eigentlich im Lauf der 60er, 70er auch der moderne Popmusikstil, der sich jetzt gerade wieder im Digitalen wandelt, weil man jetzt zum Beispiel sagen kann, okay, jetzt nehmen wir mal die Stimme, die können wir so sehr verändern, dass wie ein Autotune oder sowas, dass das eigentlich live schon gar nicht mehr mit von menschlicher Arbeit her nicht mehr zu leisten ist. Das wird sich auch immer wieder in neue Stilmittel auswirken und in neue Stile auffächern. Aber handwerklich bleibt eigentlich immer zu sagen, das Zeug wird zwar besser, aber die Suche ist noch lange nicht vorbei. Die drei Fantis, ja, die werden immer noch analog komprimiert, die gehen zwar digital hier rein, aber ich nehme tatsächlich klassische uralte Afex-Kompressoren. Da könnten wir jetzt auch ein paar andere Marken nennen mit langen LED-Leisten, die eindrücklich zeigen, wie viel sie vom Signal wegkomprimieren. Aber die Kompression ist anders, die ist zwar nicht ganz sauber, aber sie ist viel schneller und sie hat für deutscher Sprechgesang ist eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit, weil er sehr viele harte Transienten hat, also Ks, Ts, Ps und so weiter. Viel stärker ausgeprägt als im Englischen oder Amerikanischen zum Beispiel. Und man muss das Zeug nicht wirklich wegdrücken manchmal und es muss schnell zurückkommen, damit man den Rest vom Wort noch hat. Wenn man jetzt einen langsamen Kompressor hat oder einen wohlklingenden Digitalkompressor, der schafft sowas gar nicht. Also ich habe schon eine Menge Acts gesehen, die rein digital arbeiten. Und bei deutschem Hip-Hop ist es sehr, sehr schwierig, die Sprachverständlichkeit herzustellen, wenn man die Stimme nicht so weit übers Programm ziehen will, dass es nach Schlager klingt, sage ich jetzt mal so. Und dann also der Mix ist ja schon so gedacht bei Hip-Hop, dass die Stimme eigentlich in der Musik drin ist und nicht über der Musik. Und da muss man eben immer sehr genau gewichten. Und da braucht man manchmal so Hilfsmittel wie altes Zeug. Dann haben wir noch ein bisschen Snares und Kicks, die auch noch analog hochgeholt werden, ganz normal Mikrofonverstärker, richtiger EQ, also echter analoger EQ sozusagen und auch noch analog komprimiert werden, damit man so einen punchy Sound kriegt, der digital sehr schwer zu erreichen ist. Und vor allem hängt es natürlich auch mit dem Schlagzeuger zusammen, wie der spielt. Wenn der seine Dynamik im Griff hat, dann ist es digital vielleicht möglich, aber wenn ein Drummer ein bisschen ausreißt, dann hat man ganz schnell, sehnt man sich nach den Ungenauigkeiten des analogen Lebens zurück, weil da werden so Details auch ein bisschen pfleglicher weggebügelt und früher hat man dafür, gab es ja im Rundfunk dann auch noch den Spruch, das versendet sich und so ähnlich ist es im analogen Bereich eben manchmal doch, dann verzeiht einem das kleine Fehler und dem Künstler auch manchmal erspart es manchmal sehr viel Arbeit am Detail, die eigentlich gar nicht eine künstlerische Aufgabe ist, sag ich jetzt mal so. Es sind keine Kondensers, sind immer noch ganz normale Tauchspulenmikrofone. Ja. Und die machen von sich aus auch schon was. Die sind nicht so akkurat wie ein Kondensatormikrofon, aber sie machen so eine gewisse Sättigung und das hilft manchmal, weil sie einfach nicht so schnell sind. Ziehen sie alles ein bisschen breit. Das ist aber in dem Fall jetzt nicht so, dass das dann unverständlich oder verzerrt wird, sondern es ist einfach das, was man ein bisschen gewöhnt ist auch von einem Mikrofon, dass Sprachwiedergabe nicht ganz super clean sein soll in dem Fall.
ist eigentlich, ja, also braucht man sich nicht weiter drüber zu wundern, das ist, glaube ich, erwünscht. Also wir haben so 65 oder 67 Inputs oder sowas um den Dreh. Der Andi schickt 4 Stereosummen, auf denen quasi, also auch schon nach uraltem Rezept, irgendwie Drums, Basslinien, Harmonieinstrumente und spezielle Effekte oder Stimmen drauf sind. Dann macht er selber noch ein bisschen ein Echo, das ist so ein Dub-Echo quasi, nennt er es selber. Und er hat noch so ein Spezialhall dabei, den er ab und zu mit in den Mix reinschmeißt. Da müssen wir uns natürlich abstimmen, dass das auch alles den richtigen Level hat. Und der Andi hört sich auch, wir machen tatsächlich jeden Abend auch einen Mitschnitt. Den kriegen die Jungs dann und hören sich das an. Einfach auch für sich selber als Rückkopplung und natürlich für den Andi auch, dass er sehen kann, wie seine Ideen umgesetzt sind und was man verbessern kann. Wir machen auch tatsächlich, so erstaunlich es klingt, jeden Tag einen Soundcheck, damit auch wirklich sich was ergibt, damit man eine Rückkopplung hat. Dann sagen wir, hey Klaus, was ist denn da? Können wir da was besser machen und so weiter und so weiter. Und da freue ich mich eigentlich sehr drüber, weil das oft ein bisschen vernachlässigt wird, hey, ist eh alles programmiert und so. Nee, es passiert jeden Abend auch wirklich was anderes und darauf muss man auch reagieren, auch als Band. Und man kann sich da eigentlich jetzt nicht so sich auf so digitale Sicherheit verlassen oder auf das ist alles programmiert, das ist super, sondern jeder spielt auch anders am Tag oder am Abend und dadurch gewinnt es ja auch das Leben, das es braucht. Darüber muss man immer wieder auch am nächsten Tag vielleicht reden. Du hast verschiedene Möglichkeiten, zu einem Ziel zu kommen, was eigentlich bei Digitalpulten meistens schwierig ist. Also normal ist es ein vorgegebener Workflow oder vielleicht noch ein zweiter, optionaler. Und hier ist es so ein bisschen, es ist ein bisschen angenehmer gelöst. Man kann, also wenn man das Pult überhaupt nicht kennt, muss mal eben EQ machen, dann kriege ich meinen EQ. Ja, und kommen auch wieder zurück. Das gleiche gilt für alle anderen Sektionen. Das gibt es natürlich auch woanders, aber es gibt es nur bei bestimmten Herstellern. Gleichzeitig kann man sich seine Knöpfchen, die ja endlich wieder da sind, auch so belegen, wie man will. Also ich habe mir ein Set zusammengebaut mit 8 Aux-Sends, in einem EQ, kurze kleine Gate-Sektion, kleine Kompressorsektion, Balance und Gain, das reicht für mich. Aber da kann man auch sagen, okay, ich brauche nur einen Effekt oder 2 Effekte. Und ich brauche dafür aber die Kompressionssektion ausführlich und ein paar extra Gimmicks, die in den Plugins drin sind. Das kann ich mir eben konfigurieren. Und man kann von dem Pult eigentlich sagen, dass es wirklich im Moment ist es, glaube ich, eins der bestklingenden Live-Pulte, die es gibt. Man könnte natürlich noch mal eine Ebene höher gehen, auch preislich. Dann wird man noch bei dem deutschen Produkt landen. Das ist aber ein Rundfunkpult und das ist wiederum anders gebaut und da gibt es auch keine Rücksicht auf Rock'n'Roll und die Besonderheiten, die da eben angefordert sind. Und ansonsten, wir waren gestern bei minus 10 in Bad Hofgastein, irgendwo in den österreichischen Alpen. Minus 10 Grad, nicht minus 10 dB. Wir waren bei 100 dB, wie üblich. Aber der Spaß war natürlich, dass ich zwar kalte Finger hatte, aber das Ding einigermaßen funktioniert hat. Also einigermaßen im Sinn von, es ist nichts Schlimmes passiert. Es war halt ein bisschen zu kalt. Ich wünsche mir eigentlich für das Pult, dass es noch quasi entweder hier Eiswürfel ausspuckt, je nach Temperatur, aber auch das Panel wärmen kann. Aber ich glaube, das ist wieder ein Luxusproblem, das ich habe. Eher.